Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rebel Inc. Escalation. Letzte Folge, erstes Mal auf normal. Hat super geklappt, deswegen gehen wir heute direkt die nächste Karte an. Das wäre dann in dem Fall, huch, der Gebirgspass. Und der wird etwas schwieriger als das Safranfeld. Wir schauen uns den Gebirgspass natürlich, ich weiß nicht, ob jetzt alle generell durch, oder? Nee, Entwicklungsleiterin, die ist neu. Ich glaube, mit der Entwicklungsleiterin habe ich noch nie gespielt. Eine begabte Mikromanagerin priorisiert Zonen für die Entwicklung. Ach, schau mal an, die ist also quasi rassistisch. Die priorisiert manche Sachen. So, dann gibt es hier irgendwas Neues. Der Arzt, nee, das ist bei den Arzt. Ja, komm, tu mal den Arzt rein. Das haben wir noch. Das ist auch alles noch das Gleiche. Dann privater Geldgeber. Du beginnst das Spiel mit mehr Geld. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir nichts Neues hier und auch nichts Neues hier. Schade. Gut. Dann jumpen wir doch direkt mal wieder rein. Freue mich auf alle Fälle, dass ihr mit dabei seid. Spielen auf normal. Wählen hier, naja, Whiskey Earth, ne? Das klingt doch wunderbar. Und wie immer, wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eventuell sogar eine Bewertung abgeben könntet. Oh, es ist laut. Ei, ei, ei. So, der Einmarsch ist vorbei und die Soldaten haben sich zurückgezogen. Trotz anfänglicher Hoffnung auf Veränderung bleibt die Region instabil. Die Bevölkerung fühlt sich vernachlässigt. Das haben wir noch nie gehört. Die Operation Whiskey Earth muss die Region stabilisieren. Das ist unsere Aufgabe. Ja, ja. Warum kommen hier so viele Intros hier? Wartet mal ganz kurz. Tempo 1. Warum ist... Hä? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ah, nee, ich muss erst mal mein Hauptquartier setzen. Ich wollte nämlich gerade, warum ich die Zeit nicht beschleunigen kann. Ich muss erst mal mein Hauptquartier setzen. Nein, ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich würde fast schon sagen, wir setzen das HQ hier hin. Oder setzen wir es hier hin? Ich setze es hier hin. Komm, wir setzen es dorthin. So, wir starten mit mehr Geld. Hä? Warum habe ich so eine hohe Korruption jetzt hat? So, plus 54, also wir haben quasi 15 mehr. Medizinische Versorgung. Wir fangen mal mit dem... Ach, damit... Ah, guck mal, das ist schon mal standardmäßig ausgewählt. Ist sonst normalerweise auch nicht so der Fall. Machen direkt Korruptionsbekämpfung. Was bringt uns das? Experten starten Aktionen in bestimmten Gebieten. Sie starten sogar Aktionen, die Whiskey Earth noch nicht finanziert hat. Okay. Machen wir gleich Gebietssprecher mit. Und, dann warten wir mal ein bisschen ab. Machen wir direkt Büro für PR und Medien. Und machen auch gleich das Außenamt noch mit dazu. Da sind wir schon fast pleite. Nee, wir warten ganz kurz. Wir haben 36 ausgegeben. Die Entwicklungsleiterin ist die Präsidentin aktuell. Wir müssen natürlich gucken, dass wir als erstes unbedingt unsere Region hier stabilisieren. Ist ländlich, hat Schnellstraße. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, möchte hier Öffentlichkeitsarbeiten machen, dann müsste ich hier ländlich in Kontakt machen. So, machen wir das auch gleich noch nebenbei mit. Und dann warten wir das Ganze ein bisschen ab. Freut mich auf alle Fälle wieder, hier auch eine neue Folge mit euch aufnehmen zu dürfen. Habe ich euch schon gesagt, ne? Auch egal. Wer von euch hat sich übrigens das Spiel alles schon geholt? Würde mich auch mal interessieren, wer das alles schon spielt und kennt, dieses wunderschöne Spiel Rebel Inc. Escalation. Für welches es übrigens auch seit längerer Zeit schon kein Update mehr gab, muss ich persönlich zu meiner Unzufriedenheit sagen. Ich spiele das Spiel auch schon seit ein paar Wochen, fast schon Monate. Effektives Auftragswesen, das kostet nur 4 und sorgt für weniger Korruption. Das machen wir doch gleich mal. Dann machen wir örtliche Miliz. Warum ist denn das alles so billig? Das kommt mir alles ein bisschen billig vor aktuell tatsächlich. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir schon irgendwas sehen. Ja, gut, die brauchen Healthcare. Da ist das Problem Education minimal. Health und Education kann man jetzt aktuell statistisch schon mal sagen für den Anfang. Das heißt, Education und Health machen wir beides eine Stufe hoch. Ja, ein bisschen Geld auf Lager, falls die Rebellen hier aufploppen. Haben aktuell 25 Korruption, das geht noch. Die Inflation sinkt wieder. Müssen halt wahrscheinlich als nächstes dann uns ein bisschen um die Korruption kümmern, dass die sich stabilisiert. So, wie gesagt, das Problem hier besteht nach wie vor, das ist Education, minus 2, das können wir ziemlich billig auch unterbinden, dann machen wir auch hier gleich erweiterte Fürsorge und ich würde sagen, wir gehen direkt auf Korruptionsbekämpfung 2, jetzt haben wir eh das Geld gerade, dass wir die Korruption ein bisschen niedriger halten können, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. So, das Problem an der Karte ist natürlich, dass es hier sehr, sehr viele Bergregionen gibt, ja, das ist halt ein riesengroßes Problem hier, diese Bergregion, da müssen wir natürlich aufpassen, gut, militärische Aktion autorisiert. Ja, da könnte ich jetzt natürlich sofort Koalitionssoldaten holen. Macht aber keinen Sinn, weil umso früher ich die habe, umso eher wollen sie natürlich auch wieder gehen. Und das möchte ich ja natürlich vermeiden. So, jetzt sind sie da. So, jetzt muss ich natürlich auch was machen. Ich würde sagen, wir holen uns gleich noch einmal Nationalsoldaten mit dazu und... Nein, Luftangriffe machen wir noch nicht. Korruptionsbekämpfung 3 machen wir jetzt erstmal nochmal, weil ich habe gerade sehr hohe Korruption. So, da sind direkt 6 gespawnt. Also sagen wir, bringen die jetzt erstmal... Ja, komm, wir gehen direkt mal auf Konfrontation. Mal gucken, ob sie es vielleicht schaffen gleich. Ne, die haben direkt die Kontrolle übernommen. Gucken, ob die den Kampf hier gewinnen können. Sieht auf den ersten und auf den zweiten Blick nicht so aus. Wir schicken sie gleich zurück. Ich weiß, kostet mich Ruf, ist blöd. Dann machen wir Luftangriffe. Machen wir direkt Luftangriffe. Komm, wir gehen mal auf die frühen Luftangriffe.
Weil die sind halt letzten Endes schon hilfreich. Okay, da oben sind auch welche gespawnt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, ich brauche direkt mehr Einheiten. Das ist gerade ein bisschen tricky. Auf alle Fälle, hier ist immer noch instabil. Alphabetisierungsrate steigt. Das ist super. Mangel an Bildung macht den trotzdem noch zu schaffen. So, wir gehen direkt auf die nächsten Koalitionssoldaten. Und wir gehen auch direkt auf Nationalsoldaten 2. Da versuchen sie anzugreifen. Hat nicht geklappt. Schickt mal hier nochmal Truppen hin. Das sollte eigentlich zu gewinnen sein hier. So, die ziehen sich hier wieder zurück. Super, gucken, dass wir das hier wieder stabilisieren können. Oh, guck mal, wir haben sogar die erste Region stabilisiert. Das ist, oh, hier ist auch noch eine stabilisiert. Das ging jetzt aber ziemlich schnell. Und auch noch nicht mal die Region, wo ich mich eigentlich aktuell aufhalte. So, guck mal jetzt, das haben wir unsere nationalen Soldaten. Schicken die dorthin, dass die keine, nicht zu viele zusammenhängende Gebiete hier bekommen, weil jetzt haben die aktuell 4 schon, das ist halt blöd. Luxushotel vorgeschlagen. Das Problem ist, Projekt plus Sicherheit kostet uns 5. Allerdings sollte man da immer Sicherheit mit dazu machen, weil wenn man das nicht macht, hat man halt das Problem, dass da irgendwann ein Rebellenanschlag stattfindet und das möchte man halt unbedingt vermeiden. Also das nächste, was wir gleich noch machen, ist Garnisonen. Mache ich immer ganz gerne ein bisschen früher, weil ich persönlich finde, Garnisonen sind mit das Wichtigste, was es gibt. Ja, Rebellen kontrollieren mehrere Zonen. Ich weiß, ich tue mein Bestes, um das zu unterbinden. Jetzt haben wir hier auf alle Fälle schon mal eine Garnison. Die macht es etwas einfacher. Die haben wir zurückgedrängt. Dann würde ich sagen, weiß ich aktuell noch nicht so genau, wie wir jetzt weiter vorgehen. Es läuft ja aktuell ganz gut. Korruption ist niedrig, Inflation ist nicht vorhanden. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz. Oder schicken die mal dorthin. Und die dorthin. Ah, vielleicht. Okay, das ist jetzt blöd gelaufen in der Situation. So, ich habe neue. Jawohl, Überraschungsangriff. Das ist okay. Schick mal hier nochmal Truppen hin. So. Ist wieder 23. Tu unser Militär mal ein bisschen verbessern. Zivilbevölkerungsunterstützung und machen wir noch Dolmetscher rein, dass die halt nicht sofort uns verirren. Machen wir noch Überwachungsdrohnen, so. Das verbessert auch wieder unsere Kampffertigkeit. Aktuell läuft sehr, sehr gut. Wir sind hier sehr, sehr schnell am Ausbreiten unserer Influence. Das ist blöd hier. Ich hoffe, dass sie meine Garnison nicht zerstören. Luftangriff zu Zivilisten. Oh, das hat sogar funktioniert. Krass. 39%ige Fehlschlagrate und es hat trotzdem funktioniert. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Warum ist denn das so hoch? Ah, verdammt, ich habe 3 Ruf verloren. Mann. Na gut. Warum genau ist hier Aufstand und Krawalle? Da ist ein Rebellenlager. Warum genau brennt's hier? Was ist hier das Problem aktuell? Instabil. Wird hier gekämpft? Lokale Bedenken, bla bla bla. Öffentliche Milizstreitkräfte finanziert. Ich weiß nicht genau, was hier das Problem aktuell ist tatsächlich. Gut, wir machen weiter, was brauchen wir? Was bringt uns das? Internationale Unterstützung könnte man machen. Ja, Rekrutierung örtlicher Polizei wäre natürlich auch nice. Was sind aktuell so die Probleme hier? Jobs. Jobs und Strom. Aktuell sieht es ganz gut. Vielleicht sollte ich aktuell lieber ein bisschen ins Militär investieren. Vielleicht macht das sogar mehr Sinn aktuell. Und dann halt quasi, ja, Proteste wegen Jobmangel. Ich sollte wahrscheinlich versuchen, dass wir die Rebellen in den Griff kriegen. Rebellenlager vernichtet durch einen Luftstrike, oder Airstrike quasi in dem Fall. Genau aus dem Grund habe ich Air Support genommen. So, gucken, dass wir die hier wieder zurückdrängen. Das ist eine super Garnison in der Region. Das ist super nice. Die Koalitionssoldaten wollen sich demnächst wieder zurückziehen. Das werden wir natürlich unterbinden. So, das haben wir auch stabilisiert. Die haben sich zurückgezogen. Warum zieht ihr euch da nach unten zurück, bitte, wenn ich fragen darf? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, wir machen lange Verlängerung. Ich verliere 11 Ruf, ja, aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. So, dann machen wir Strategiegespräche. Vervielfacht Unterstützungsgrad. Machen wir internationale Unterstützung noch mit rein. Luxushotel hält. Okay, Luxushotel hält irgendwas. Ich habe es leider nicht gelesen, was es war. Warum haben die es jetzt geschafft, die Region zu stabilisieren, obwohl hier Truppen vor mir waren? Da ist übrigens ein militärisches Camp. Das sollten wir wegmachen. Ganz wichtig. Wieder Luftangriff, aber diesmal schaffen wir das problemlos zu verschleiern. Die wollen wieder reden, die Rebellen. Aber ich bin natürlich keiner, der mit Rebellen redet. Das ist ja mal selbstverständlich. Jetzt haben die Bravo Kilo schon wieder eingenommen. Meine Güte. Ja, jetzt ist es bei 4%. Auch interessant. So, die sind soweit Geschichte. Mal gucken, ob wir die nicht vielleicht sogar... Auch hier mache ich nochmal eine lange Verlängerung. Mal gucken, ob wir die nicht vielleicht sogar beseitigen können. Wobei, nee, wird nicht ganz funktionieren. Oder doch, jetzt müsste es funktionieren. Machen wir unsere Truppen, machen wir Kampfverstärkung etwas stärker, nationale Soldaten mit dazu und machen wir unsere Waffen etwas stärker. Korruption hält sich auch noch super an Grenzen. Meine Soldaten sind jetzt deutlich stärker in der Zwischenzeit.
Wrestling-Liga vorgeschlagen. Blablabla, finanziere ein regionsweites Projekt. Stimme dem ein einziges Team im Gebiet zu. Komm, wir machen eine deutliche Finanzierung. Die erhöht zumindest die Unterstützung. Die ziehen sich dorthin zurück. Das ist doof. Das Lager wurde zerstört. So. Aber wir haben die eingekesselt soweit. Das heißt, die sind gleich alle Geschichte. Mit denen rede ich nicht. Ja, Regeln lockern. Weil, wie gesagt, zivile Opfer sind mir eigentlich egal. So, dass die sich jetzt zurückziehen, ist blöd, aber zumindest sind die erstmal da. Die können wir dann später bekämpfen. So, was haben wir? Die Wohltätigkeit, die dürfen nur finanzieren. Ah, da oben sind Rebellen gespawnt. Gucken, dass wir die hier noch wegkriegen. Wird aber nicht funktionieren, weil die leider nicht eingekreist sind. Da müssen wir mal abwarten. So, auf alle Fälle machen wir jetzt mal Korruptionsbekämpfung 4 mit dazu. Aktuell habe ich das Geld. Bitte nicht Städte angreifen. Weiterer Krieg lenkt Koalitionen ab. Das ist blöd. Wenn Koalition abgelenkt ist, heißt das, die ziehen hier demnächst meine Truppen ab. Oder die Truppen von mir. So, die ziehen sich nach dort unten zurück. Da oben sind auch welche gespawnt. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Garnison bauen, jawohl. Die wollen wieder reden. Ich lehne ab. Ja. Geht mal weg. Dankeschön. So, das ist hier gescheitert. Das ist gescheitert. Das ist ein Rebellenlager. Übrigens. Sind da auch wieder. Was? Koalition ruft Soldaten zurück. 1% Wahrscheinlichkeit Entschädigung. 40% Wahrscheinlichkeit schneller Einsatz. 60%. Wir tun mal verhandeln. Soldaten wurden zurückgezogen. Schneller Einsatz vereinbart. Und die Koalition ist verärgert. Idioten. Undankbares Volk. Mal nebenbei sagen. So, die wollen Jobs. Dann kümmern wir uns mal um Jobs. Verbessern unsere Straßen. Und die Inflation ist so hoch, dass ich jetzt erstmal nichts mehr machen sollte. Ich hätte nicht mal das machen sollen, was ich aktuell gemacht habe, wegen der Inflation. Das war eigentlich dumm. So, das Rebellenlager müssen wir unbedingt noch zerstören. Sind aktuell dran. So, da war auch ein Rebellenlager. Das haben sie allerdings ziemlich schnell kaputt gemacht. So, da sind auch noch welche, aber das ist mir egal. Gucken, dass wir vielleicht dann noch die Polizeikräfte etwas verstärken. So, was haben wir denn? Viele nationale Soldaten desertieren. Zahlen wir dem mal was, erhöht die Stärke. Und tun wir auch nochmal bedrohen. Aktuell ist das Risiko bei 1%, dass daraufhin irgendwas Böses passiert. Ersatzbereit für zurückgezogene Soldaten. So, das ist hier gut, by the way. Ist das Lager in der Region? Wenn ja, dann sollte ich mich darum kümmern, bitte. Ne, das war in einer anderen Region. Ich weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls, die hier sind mehr oder weniger eingekesselt. Das heißt, wenn ich die jetzt dorthin schicke, sind die schon mal alle tot. Das ist schon mal wichtig. So. Gucken wir mal, dass wir die da oben auch noch gleich umbringen. Ich weiß, es klingt immer so brutal. Umbringen, Tod, Mord, Erweiterung der Polizei, verbessert die Sicherheit und erschwert es Rebellen, die Macht zu untergreifen, Unterstützung steigt. Wir machen mal Wechsel zur Demokratie und gerechte Justiz. Weil es jetzt aktuell so nichts Besseres zu tun ist. Wir tun Wahlen planen. Blöde Frage. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier besser klappt, um ehrlich zu sein. Ich meine, es läuft ganz gut, aber da sind halt einige große Rebellen. Oh, jetzt sind da auch noch welche gespawnt, das kann doch nicht sein. Ja, wobei, es klappt eigentlich aktuell noch. Da sind die da hingegangen. Herrgott. Herrgott. Fremder Gegner unterstützt Rebellen, machen wir dezenten Druck. Dadurch, dass wir direkt Außenamt gewählt haben, haben wir da überhaupt gar kein Problem mit. Ja, ist jetzt blöd gelaufen in der Situation. Die haben es jetzt natürlich geschafft, sich hier zurückzuziehen jetzt. Ja. Die wollen hier auch abhauen. Schlammlawine zerstört Bergdörfer. Wir machen hier umfassende Hilfe. So. Die wollen abhauen. Dann schicken wir die nach Hause. Was will ich machen? Ich kann die natürlich ewig zwingen, hier für mich zu kämpfen. Die wollen auch nach Hause. Super. Zeige ich dann gleich keine nationalen Soldaten mehr. Gut, die können sich jetzt aktuell nur in eine von den zwei Regionen zurückziehen. Das ist schon mal ganz gut. Müssen wir da oben beobachten, was die da machen. Verschleiern hat funktioniert. Wir lockern die Regel weiter. So. Dann machen wir Erweiterung der Polizei. Kampf gegen Korruption 1. Machen wir das. Was macht sonst noch Sinn? Schnellerer Drohnentausch, schwere Geschütze, erhöht Stärke von Luftangriffen.
Expertenunterstützung von Zivilisten. Machen wir Sicherheitsschleusen hier und machen wir hier mal bessere Polizei. Na, ah, jetzt schaffen die schon wieder sich zurückzuziehen. Das ist unglaublich. Die schaffen. Ne, haben es nicht geschafft. Ah, die sind tot, Gott sei Dank. So. Super. Damit kümmern wir uns jetzt um die hier oben. Was ist hier das Problem? Kriegsherr bietet Unterstützung an. Ja, nehmen wir an. Kostet uns 6. Erhöht die Unterstützung, was natürlich auch nice ist. Garnison bauen. Wir bauen überall Garnison, wo wir bauen können. Oh, da ist ein Rebellenlager gespawnt. Das ist tatsächlich uncool. So, aber aktuell läuft es ganz gut. Jetzt aktuell wieder 11 Geld. Da oben sind auch neue gespawnt. Gucken, dass wir das hier kaputt machen. Das Rebellenlager kaputt machen. Und dann gehen wir noch dorthin. Und dann sollten die ein für alle mal eingekesselt sein. Tun noch unsere Straßen vielleicht ein bisschen ausbauen. Die sind aktuell noch sehr eingeschränkt. Ja, dass die sich jetzt dorthin zurückziehen, waren zu erwarten. Aber wir müssen jetzt einfach mal tot kriegen. Machen hier volle Wahlen. Kontakt mit Rebellen. Nein, pff, ganz ehrlich. Wen jucken die Rebellen? Mich nicht. Meine Bevölkerung auch nicht. Wir bauen hier mal ein bisschen weiter aus. 1, 2. Und dann machen wir noch, ja, Expertenteams, Koalitionssoldaten verärgern, so Bevölkerung weniger. Ja, oh. Das ist doof hier. Ja, ich muss mal die Bewegungsgeschwindigkeit meiner Soldaten etwas erhöhen. Tatsächlich, das ist ein bisschen tricky aktuell. Wir machen den Park, nehmen wir an. So, die sind weg. Super, jetzt sind da welche gespawnt. Aber das kriegen wir alles aktuell so im Griff. Da ist ein Rebellenlager, by the way. Sieht man den Fragezeichen. Aber wie gesagt, das ist hier nicht so schlimm. Das kriegen wir in den Griff. Hier wird wahrscheinlich sogar aktuell um die Region gekämpft. Wenn ich das so richtig sehe. Mal ganz kurz gucken. Golf Mike. Ah, das Problem ist, ich habe hier keinerlei wirkliche Sicherheit. Sicherheit von Whiskey Earth ist bei 0%. Weil da ist nicht genug gebaut. Hier mal kurz gucken. Delta Oscar ist 49%. Das ist immerhin etwas, aber zum Beispiel oben bei 0%, das bringt natürlich überhaupt nichts. Mal gucken, wohin die sich gleich zurückziehen. Ich vermute fast nach hier. Ich möchte die allerdings in die Bergregion haben. Das heißt, wir schicken die dorthin und hoffen. Ne, hat nicht funktioniert leider. So, ich rede natürlich nicht mit Rebellen. Ich möchte den totalen Sieg. Machen wir auch hier wieder dezenten Druck. Ne, wie gesagt, bitte. Wobei, jetzt sind die sogar hier eingekesselt. Sie kommen hier sogar gar nicht mehr raus. Das heißt, sie sterben hier sogar. Da oben ist ein Lager. Warum auch immer. So, ansonsten schaut es ganz gut aus aktuell. So, dann machen wir weiter. Machen wir mal Strom. Machen wir mal Schnellstraßen. Bessere Straßen. Dann machen wir noch Treibstoff und Ausdauer. So. Jetzt habe ich hier komplett wieder verausgabt finanziell. Inflation ist wieder gestiegen, aber alles in allem läuft es hier super. Jawohl. Gucken auch, dass die Sicherheit hier schön hochkommt. Irgendwann mal 5% ist halt viel zu niedrig. Was ist hier das Problem? Neues Krankenhaus vorgeschlagen. Nehmen wir an. Erhöht die Unterstützung, Zufriedenheit. Aktuelle Stabilität ist 81%. Wir haben 127 Ruf. Okay, das ist billig, was die abgezogen haben jetzt. Muss ich gestehen. Wir bedrohen die weiter. Das Lager wurde zerstört. Ich hoffe, die haben es nicht geschafft. Jawohl, wir schicken die nach Hause. Ich brauche die eh nicht mehr. Wir haben hier eh die Lage ganz gut im Griff. Kurze Frage, wie ist die Sicherheit? 139%, das ist gut. Das heißt, sie sollten eh nicht ohne Probleme da die Macht ergreifen können. Jetzt aktuell 42 Geld. Mal ein bisschen Sachen verbessern hier. So, machen wir nochmal entlegenen Kontakt 2. Das bringt halt hier nochmal vor allem was, weil das sind ja quasi entlegene Regionen. Erhöht quasi die Rate, wo hier gebaut wird und die Leute mich unterstützen. Straßen verbessert, umso besser die Straßen, umso schneller kann ich meine Truppen bewegen. Aber ich glaube, aktuell haben wir fast gar keine Regionen mehr, wo irgendwie Gefahr besteht. Wir müssen jetzt kurz abwarten, natürlich die Rebellen, die werden jetzt gleich wieder irgendwo aufploppen. Normalerweise machen wir mal kurz noch nationale Reiselogistik, machen wir Unterstützung von Zivilisten und Zivilintegration. Dann fangen die jetzt hier an zu bauen und dann schicken wir die mal kurz über eine Region, wo wir noch nicht haben. Ja, direkt zum Lager geschickt. So, die sind da sogar direkt fertig. Was ist hier los? Gerüchte von Waffenschmugglern. Wir zahlen die ganzen. Bringt wieder Anhänger. Ah, und da sind Feinde gespawnt. Die können. Ja, die haben leider einige Rückzugswege. Wir machen das so, dass sie sich dorthin zurückziehen müssen. Dann kann ich die da nämlich einkesseln. Da ist schon wieder ein Rebellenlager. Hey, hey, hey. So, geh du dorthin, du dorthin. Die sind jetzt zumindest da mal gefangen für den Anfang. Jetzt muss ich erstmal kurz das Rebellenlager da kaputt machen.
Machen wir mehr Luftangriffe, noch mehr Luftangriffe. Tun die weiter bedrohen. Haben jetzt zurzeit 145 Ruf. Ab, da oben sind Rebellen gespawnt. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Ja, Wahlen stehen mir vor, das finde ich super, aber dass hier Rebellen gespawnt sind, finde ich blöd. Hab auch keine Einheiten mehr. Ich kann auch keine zusätzlichen Koalitionssoldaten rekrutieren aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen. So, die werden aktuell von Luftangriffen kaputt geballert. Die ziehen sich dorthin zurück, das passt. Ja, verhaften. Kein passender Ersatz gefunden. Aber gut, kann man nichts machen. Fremder Gegner unterstützt Rebellen nach wie vor. Demokratische Wahlen. Wir machen hier volle Wahlen. Und die Rebellen werden natürlich versuchen, hier irgendwas kaputt zu machen. So, dann machen wir es jetzt so. Schicken ihn dorthin. Weil ich glaube, die können sich eh nur in eine von den zwei Regionen hier zurückziehen. Auch wenn ich das... Ja, da oder da. Also als die Gute, sie kann die Rebellen hier die ganze Zeit beleidigen. Das juckt immer gar keinen. Das finde ich mal ganz gut. Machen wir noch... Naja, was machen wir? Was macht aktuell noch Sinn? Militär vielleicht nochmal irgendwas. Hier mehr Schaden. Alles Mögliche. So. Bessere Lufteinheiten. Das Ding ist hier auf alle Fälle stabilisiert. Die können sich aktuell nur, ich glaube, hierhin zurückziehen. Da ist sogar gleich ein Camp gespawnt. Die übertreiben ja völlig. Die werden sich wünschen, dass die nie gespawnt worden wären. Blattbefall wirkt sich auf Ernte aus. Machen wir Pestizide. Und da sind wir eh fast durch. Es sind eh nur noch die zwei Regionen, die jetzt aktuell noch fehlen. Die haben wir komplett kaputt gemacht. Das ist auch fertig. Und das ist auch fertig. Und dann haben wir die Karte gewonnen, oder? Jawohl, super. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Rebel Inc. Escalation. Macht's gut. Tschüss.